Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut Voodoo.de VR. Heute zocken wir Now the Lost Eye. Und ich kann euch versprechen, das ist wirklich ein toll gemachtes Spiel. Eins der besten, die in den letzten Wochen rausgekommen sind für VR. Und das Ganze, man merkt wirklich, dass das wirklich für VR gemacht ist. Das ist so ein Action-Abenteuer, sage ich jetzt mal, wo man durch so eine Welt geht. Und die ganze Physik-Interaktion, das Inventar, die Steuerung, die ganze Aufmachung, die ist wirklich wie für VR gemacht, ist ja auch für VR gemacht und ich empfehle es euch auf jeden Fall. Bei mir gibt es alles zum Thema VR und AR, danke an meine Sponsoren, Woodgoss VR, Oppermann Events, Peter Wasmeier, Andi De Felser, VR Ambassador, Virtual Escape und Adams Group. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. So Leute, hier sind wir. Ich habe schon knapp 20 Minuten gezockt und das Spiel ist an sich schon sehr, sehr geil. Also bis jetzt gefällt es mir sehr, sehr gut. Guckt mal hier so die Grafik, ne? Das sieht schon sehr, sehr geil. Es ist halt so eine Fantasy-Welt. Und wir können hier ganz normal mit dem Thumbstick rumlaufen. Wir können aber auch in den Optionen, können wir hier Smooth Locomotion einstellen, Snap Turn, Walking Speed, Turn Degree. Achso, bevor wir weitermachen, stellen wir das natürlich mal auf Deutsch. So, wir können hier die Schwierigkeit einstellen. Ah, blinken. Das machen wir auch mal aus. Fortbewegung. Ja, das können wir hier einmal in Grafikoptionen. Das lasse ich alles mal so. Und da können wir wieder rausgehen. Und auf der anderen Seite, auf dem rechten Controller, wenn wir da in das Menü reingehen, da haben wir unser Inventar. Und mit diesen Cubes, die wir überall finden, da vorne lag auch zum Beispiel einer, da können wir Waffen kaufen. Und diese Waffe habe ich hier zum Beispiel schon. Die habe ich allerdings noch nie benutzt. Ich weiß nicht, wann man die benutzen kann. Ja, und ansonsten müssen wir jetzt halt hier, hier habe ich diese Waffe gerade gecraftet. Da habe ich diese Cubes reingefüllt. Ja, und jetzt gehen wir einfach mal weiter, würde ich sagen. Aber wir nehmen noch diesen Cube hier mit. So, wir können entweder hier hingehen und das so aufheben einfach, indem wir das anpassen. Oder wir können auch einfach drauf zeigen, den Trigger drücken und das so quasi mit dem Grab-Button können wir das dann zu uns ziehen. Guckt mal, ist das nicht geil? Das sieht doch schon toll aus, oder? Ich finde, das hat was. Die Frage ist nur, wo geht es jetzt schon wieder weiter? Wo geht es jetzt weiter? Ja, wir können ja später auch noch mehr Waffen machen, ne? Ja, dann gehen wir nochmal hier raus irgendwie. Da kam nicht, von hier kam ich zwar her, aber... Vielleicht muss ich da jetzt dieses Ding hier zerstören, oder was? Ich weiß gar nicht, wie man diese Waffe benutzt. Auf jeden Fall, die Waffe kann auch kaputt gehen. Also wir sehen hier so blaue Streifen. Und wenn die ganz weg sind, irgendwie dann ist wohl die Waffe kaputt. Okay, nee, hier können wir nicht weiter. Ich bin nicht sicher, ob wir hier lang müssen. Könnte sein, ja, dass wir da hinten das Ding zerstören müssen. So, wir können alle Kisten kaputt machen anscheinend. Ist aber nichts drin. Es gab auch schon die ersten Gegner. Das sind so Viecher, die werfen Äpfel. Völlig verrückt. Da kamen wir her, das war der Anfang. Also die Physik ist richtig geil gemacht von dem Spiel. Ah ja, genau, hier müssen wir weiter. Sehr gut. Das ging natürlich vorher nicht, weil ich keine Waffe hatte. Guck mal, der Kollege da.
Ah, ist doch manchmal was drin. Hallo, guck mal, wie knuffig der Kollege ist. Hallo. Übrigens, hier diese gelben Linien auf meiner Hand, die sind unsere Lebensenergie. Das wird immer weniger. Und wenn das weniger wird, dann können wir diese Blumen hier anfassen. Und dann kriegen wir wieder Lebensenergie aufgefüllt. Was ist das denn? Hä? Also kann man nicht meckern. Also ich bin bis jetzt... Da ist er! Da ist der Kollege. Sie sind eigentlich ganz süß. Und es ist fast schon schade, die zu killen. Aber die nerven halt. Und man kann die halt wirklich hier so nehmen. Und kann die dann nochmal verprügeln. Oder einfach hier runterwerfen. Tschüss. Eins, zwei, drei. Achso, diese Vögel hier kann man befreien. Ich weiß alle noch nicht, was das genau zu bedeuten hat. Ah. Also ihr müsst diese Cubes am besten immer einsammeln, weil da kriegt ihr natürlich Waffen von, ne? Ohne Waffen kannst du hier, glaube ich, kann man den auch kaputt machen? Nee. Ah, da können wir anscheinend klettern. So. Dann stecken wir die Waffe mal weg. So. Sehr gut. Oh oh. Was war das? Ich glaube, dass der uns vielleicht killt. Ja, der kommt nämlich genau zu uns. Dann würde ich sagen, bam. Ha! Ernst? Hä, wie cool das gemacht ist. Also du kannst den direkt eins... Guck mal, ich hau dir jetzt den Arm ab. Das ist ja geil. Ist zwar ein bisschen arg einfach, den zu killen, aber es ist richtig cool gemacht. Ich meine, man kann das ja noch auf schwer stellen. Ich habe, glaube ich, auf normal jetzt stehen. Hallo? Also toll, das Spiel ist wirklich super für VR geeignet. Also ganz, ganz klasse gemacht. Allein, dass du alles anfassen kannst, dass sich alles physikalisch korrekt bewegt. Toll, also da, so muss VR funktionieren, ja. So macht das auch Bock. Oh. Oh, wir haben Pfeile gefunden. Gehen wir da hoch oder gehen wir da unten lang? Ich weiß es nicht. Also, die Welt ist halt irgendwie, die haben sich auf irgendeine dunkle Macht eingelassen und die wollen jetzt irgendwie irgendwelche Power Stones klauen oder so. Und das müssen wir verhindern. Was macht der denn? Die sehen ja auch wirklich lustig aus. Ui, der hat schon ein bisschen mehr drauf. Hey, geil, der läuft immer noch weiter. Der Knaller. Machen wir lieber kaputt, sonst kommen die auch noch. Ja, er hat uns nichts getan. Ja, doch, wir gehen da hinten noch mal kurz hin. Da waren nämlich noch so Särge oder was auch immer das sein soll. Oh ja!
Dong, 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 dong. Er muss aber auch wirklich draufschlagen, ne? Einfach nur hier so ein bisschen dagegen ballern geht nicht. Toll gemacht, wirklich. 1A-Leistung von den Entwicklern, gefällt mir. Och, nicht der Kollege. Der Apfelwerfer. Wir können das übrigens auch fangen und essen. Ist irgendwie fast schon schade, dass man diesen armen Kerl erschlägt, ne? Was ist das? Ach. Eigentlich brauchen wir hierfür so ein Orb, so eine Kugel, aber die Tür ist schon auf. Normalerweise machen wir damit Türen auf. Aber ja, dann gehen wir halt einfach so durch. Toll. Loading. Ich glaube, das seht ihr nicht jetzt. Genau, bei euch freest einfach das Bild. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ist aber auch wurscht. Ups. Lalalala. Ah, das ist übrigens ein Speicherpunkt. Die können wir jetzt so anfassen. Es fühlt sich doch alles so geil an, so wuchtig, ja? Das, allein so eine Kiste zu zerbrechen, hier zum Beispiel. Das hört sich geil an. Das fühlt sich auch gut an, dieses ganze Feedback. Also... Oh, shit. Ah, der ist eh... Oh, er hat mich getroffen. Hat aber gar nichts abgezogen. Dem hau ich die Füße weg. Haha, geil. Ist das cool. Also, ich bin echt begeistert. So, die Vasen können wir ja auch kaputt hauen. Jetzt ist die Waffe mal noch nicht kaputt. Hallo? A one, a two, a three. Da war was. Hä? Übrigens, das Spiel hat natürlich auch Musik, ne? Also, ihr wisst ja, ich stelle das immer aus, weil, wegen Copyright. Übrigens, dass das hier so weg, seht ihr das Gras da vorne, das kann man auch in den Optionen noch umstellen. Dass die Objekte früher erscheinen. Wow. Also die sind wirklich zu einfach. Also, da machst du einfach nur zack und dann sind die im Arsch. Na? Geht nicht? Ich kann die Waffe nicht mehr wegstecken. Naja, dann halt eben nicht. Hey, das heißt aber, ich kann jetzt auch nicht... Ah, jetzt. Zack. Sehr, sehr cool. Glaube, diese Brücke... Oh nein, Mini-Rätsel, nein!
Muss ich das verstehen? Ich meine, wundert mich jetzt nicht, dass ich direkt am ersten Rätsel schon scheitere. Das ist ja, normal. Ich glaube, hier fehlt einfach irgendwas. Holy shit. Oh, ich bin ein bisschen weggegangen hier. Ist mir gar nicht aufgefallen. Aber gefällt mir auf jeden Fall. Also, da kannst du nicht meckern. Guck, was ist denn das da vorne? Der steht jetzt auf und der steht, der fällt auch direkt wieder zusammen. Haja! Ui! Ui, diesmal hat er mir ein bisschen... Seht ihr? Jetzt habe ich da ein bisschen Energie verloren. Und jetzt, Achtung, wieder aufgefüllt. Nein! Tja, ihr wolltet es ja nicht anders. Erstmal alles kaputt hauen, stimmt? Was ist das? Ach du Scheiße. Ups, das war die falsche Taste. Hä? Ein Orb? Für irgendwas brauchen wir den. Ich dachte, er schwebt jetzt noch weiter, ey. Das wäre es noch. Ah ja, das... Oh. Aua. Blöder Penner. Kann ich das... Ah ja. Und jetzt können wir quasi hinten zurück und das Rätsel lösen. Ja, Leute, ich glaube, das reicht für den Anfang. Mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Also das ist toll gemacht. Eine Mischung aus allem hier. Schöne Grafik, tolle Physik, Rätsel, Story, Kämpfe. Also, genial. Ja, wir gehen mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. Now the Lost Eye. Also für mich... Eins der besten Spiele, die in den letzten Tagen oder Wochen rausgekommen sind. Wirklich toll gemacht. Da ist wirklich alles auf VR ausgelegt. Allein die Aufmachung, diese Physikinteraktion, die Steuerung, das Inventar sogar. Ja, dann hast du auch noch richtig knuffige Grafik und alles. Wie man auch sieht, wird man da auch abwechslungsreiche Umgebungen anscheinend haben. Ich habe natürlich jetzt nicht komplett durchgezockt, aber gefällt mir. Also... Das ist absolut geil, kann man auch mit allen VR-Brillen zocken. Ich denke mal auch mit Windows Mixed Reality, obwohl es hier nicht steht. Und ich weiß nicht, was es kostet, leider, weil ich es jetzt vorher gezockt habe. Aber ich würde da locker 20, fast sogar 30 Euro für ausgeben, weil das wirklich toll gemacht ist. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Voodoo.de